Meine geschlossene Tanzhaltung. Quick nutzen, um in die Promenade zu kommen. Vorwärtsumkehrpunkt mit dem inneren Fuß. Rückwärtsumkehrpunkt mit dem Quick, wie ich es immer mache. Beim Vorwärtsumkehrpunkt brauche ich nur stehen bleiben. Die Lady versucht, einen Schritt zu setzen, hängt aber an meinem Arm fest. Kann also nicht weg, kommt mit mir nach hinten, weil ich wieder rückwärts laufe. Ich leiste ihr Gesichter. Hier setze ich beide Umkehrpunkte direkt hintereinander. Vorwärts, rückwärts. Es entsteht ja Repeater. Hier muss ich nicht mittanzen. Aber macht man halt. Gehe ich raus, lasse ich den Schritt zu, beenden wir den Repeater. Den kann ich nach hinten oder nach vorne beenden. Und ich kann den Repeater auf jedem Bein machen, ganz egal. Äußeres Bein ist schwieriger als inneres Bein. Da mein Schritt egal ist, kann ich mich gegen sie bewegen. Dadurch entsteht der Konterrepeater, sieht ein bisschen interessanter aus. Wenn ich da rausgehen will, sollte ich ihn am besten erstmal verlassen und dann gehe ich raus. Wir haben hier noch den schalsten Grundschritt entwickelt, von der Promenade. Ich mache meinen Vorwärtsunterpunkt und meinen Rückwärtsunterpunkt und dazwischen nur noch einen Schritt. Und dann haben wir Schalzen. So einfach ist das Ding. Und vom Schalzen kann ich sie natürlich einfach wieder rauslassen mit dem ganz normalen Send-Out. Und dann kannst du mir aufhören. Yeah.